la la la. Oh, ein schöner roter Faden. Sehr schön. Yep, wir sind jetzt in der Modebranche eingestiegen. Da ist schon der Keks. Das ist sowas von Keks. Wow. Hallo Lisa. Weg. Schnell weg hier. Der einfach weggerannt ist. Hatte der Angst oder so? Ich bin davon nett. Man sieht dir das Ale gar nicht an. Wie viel hast du getrunken? Nicht genug, um diese fränkischen Skalden zu mögen. Doch sprich, nimmt Charles unseren Waffenstillstand an? Er will erst mit uns reden, wenn wir ihm seinen Sohn Bernard aushändigen. Aber wir haben den Bastard gar nicht. Nein, aber ich weiß, wo die Königin ihn hingebracht hat. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich sammle meine Tarne und nehme beide als Geisel. Den Prinzen zu entführen wäre unehrenhaft. Aber wir sollten den Jungen im Auge behalten. Ich kenne einen Mann, der wachsam und verstohlen ist. Piers. Eine weise Wahl. Also sind wir der Brandschatzung der Stadt wieder einen Schritt näher. Ja, und ich will das nicht. Aber was sollen wir tun? Wir sehen uns im Lager, Tucker. Hey, dreckig. Laus. Laus. Oh, nicht das wieder. Willi. Dann machen wir die andere Mission mal hier. Ist ja alles in der Nähe. Das ist aber echt verwirrend, dieser Ort. Aua. Sollte Siegfried beim Glockenturm treffen. Wir müssen nach Standorten für seine Katapulte suchen. Ja, der hat ja schon hier alles niedergemetzelt. Ist der oben irgendwo? Wetter mal. Mal sehen. Ach, da. Hat hier einfach alles niedergemetzelt. Oh. Und sehr rabiat. Da. Bin ich eigentlich vom Wal zum Esel geworden? Weiß ich nicht. Guter Ort für unsere Katapulte. Ein Heer hölzerner Giganten, das die Mauern einreißen wird. Diese Franken da. Was machen die? Ach, die schlachten heute wieder einen der ihren ab. Warum? Wer weiß das schon? Weil einer einen falschen Gott anbetet, mit der falschen Frau schläft, dem falschen König folgt, muss er nach fränkischem Gesetz sterben. Bei den Sachsen ist das sehr ähnlich. Ja, aber die Sachsen sind weniger. Sie sind gespalten und sie kämpfen gegen uns und gegen die Kelten. Die Franken dagegen sind unter einem großen König vereint. Das ist, als würde man den Fenriswolf auf die Welt loslassen. Wir sind Gottes Priester und wir sind gerecht. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn wir tragen das Schwert nicht umsonst. Wer sind diese beiden? Ich habe diesen Krieger. Diese Gläubigen sind so nervig irgendwie, ne? Guzelin und Ebel. Also hier. Eine führt die Priester von Paris, der andere die fränkischen Heere. Denn wir sind Gottes Diener, Rächer zur Strafe dessen, der Böses tut. Den Schein einfach, wer bestraft wird und wer nicht, und töten dann. Du redest zu viel. Los, lass uns diese Werkstätte einnehmen. Ein ziemliches Spektakel. Eines Tages werden wir uns den Franken stellen müssen. In der Tat, aber dieser Tag ist nicht heute. Meine Männer sind bereit. Komm, nehmen wir einen Standort für die Katapulte ein. Ich würde meine Krieger nie einen so schändlichen Tod sterben lassen. Ich auch nicht, doch ich bin in vielen Landen schlimmen Anführern begegnet. Ihr wollt halt Ehre. Siegfried,
Die Franken haben die Bosheit nicht für sich gepachtet. Fast geschafft. Lass uns unauffällig weiterziehen und auf den Dächern bleiben. Sind wir unten? Natürlich räumt keiner von denen auf. Nee. Natürlich nicht. Siegfried, der Schädelbrecher ist da! Kommt, Männer! Wir nehmen diese Werkstätte ein und Evo die coolste auch. Wir haben alles ausgekundschaftet. Es wird bewacht, aber nicht gut. Und wie ist die Sicht? Genau richtig, damit unsere Katapulte Steine auf diese vermaledeite Stadt schleudern können. Ich hatte dich nicht für einen Dachkletterer gehalten, Siegfried. Ich bin kein Gamswild wie du, doch mit kleineren Klippen und Mauern komme ich schon zurecht. Angriff! Rache oder Tod? Unsere neuen Katapulte sehen die Schlacht herbei. Der Klang von bersenden Balken und Steinen ist der Klang des Sieges und der Rache. Finde ich jetzt cool, dass ihr auf den Dächern rum. Axel. Diesen Wachhäuser bietet unseren Katapult. Unter die Erde mit dir! Es reicht! Stirb! Nicht einschlafen, du wirst bluten! Gott verfluche dich! Oh. Hier ist ein Eindringling. Tschüss. Hä, warum? Wieso ist jetzt so? Mach den, kommst du mir nicht. Macht jetzt hier einen auf Assassins oder was? Abschau. Geh. Geh einfach. Ja, deine Balance, ja, das ist unfassbar, oder? Kämpfe ich überhaupt richtig? Kein Plan, wo die alle sind. Schön, dass sie sich jemand selber in die Luft jagen. Lebt noch einer. Los, tötet ihn. Geht doch. Ein großer Sieg. Die Götter haben uns beigestanden. Wohl wahr. So haben wir noch einen Ort, von dem aus unsere Katapulte die Mauern zerstören können. Soll ich morgen einkaufen oder nicht? Wenn du nichts mehr hast. Vida Odinson. Der Gott der Rache, der in der Schlacht am Ende aller Tage neben seinem Vater kämpft. Ja, wieder recht ihm. Wieder bricht dem großen Wolf mit bloßen Händen das Genick und stößt ihm dann die Klinge in den Bauch. So sagen es die Nornier. Liebe Evos Augen, oder? Die sind richtig schön. Laufe ich in den Schuhen des Vida und räche meinen Bruder. An anderen Tagen ist da nichts.
werden diese Mauern über Odo einstürzen lassen. Und ich werde meinen Bruder rächen. In Ordnung. Wir treffen uns im Lager, wenn alles bereit ist, Siegfried. Loki, danke schön für deinen Resub im 5. Monat. Vielen, vielen Dank. Und Hallöchen. Alles ist gut? Wir stehen eigentlich immer auf beiden Seiten, Idioten. Ja. Sonst würde es ja keine Kriege geben, ne? Wenn es alles kluge Menschen und so wären. Wobei, es gab auch kluge Heeresführer und so, und trotzdem gab es immer Krieg und so. Aber für mich ist das auch nicht schlau. Die waren dann halt sehr klug in Strategien und Pläne schmieden und Taktiken nutzen. Aber ja, weiß ich nicht. Best. Okay, das ist die letzte. Was haben wir gemacht? Gut. Letzten Vorbereitungen. Gehen wir mal. Na klar. Geschichte der Menschheit. Menschen sind halt nicht sonderlich klug. Und gar nicht in Massen. Schwarmintelligenz halt. Einer befiehlt, der Rest muss folgen. Wir kämpfen für den Krieger neben uns, nicht für Gold und nicht für Ruhm. Wohl wahr. Die Schlacht schenkt uns roten Wein ein. Oh nein, nicht mit der jetzt reden, oder? Blutrünstig und kampfeslustig. Nur so fühle ich mich lebendig. Nicht mit der jetzt reden. Oh. Duda, wo sind Siegfried und Tucker? Die Schlacht muss kurz bevorstehen. Die Krähe kommt schon zum Festmahl. Deine Zunge hat Witz, Liebes. Aber morgen sprechen wir alle in einer Sprache, die älter ist als jedes Wort. Und das Schicksal weiß jetzt schon, wer überlebt und wer stirbt. Ich frage nochmal, wo sind die anderen? Sie holen mehr Katapulte für den morgigen Angriff. Du kannst warten. Ich warte, aber woanders. Ich neben dir. Ich neben dir. Ich hätte jetzt eigentlich auf andere Antworten gewartet. Allerliebste Toka, wie aufgeregt ich war, einen Brief von dir zu erhalten. Doch dann lese ich ihn und werde des Diebstahls beschuldigt. Ich weiß nicht, wo dein Anhänger ist, und ich bin beleidigt, dass du mich eines solchen Verbrechens beschuldigen kannst. Ich dachte, du wärst besser. Wir wären besser. Vielleicht hast du ihn während einer deiner Schlägereien oder Trinkgelager verloren. Oder es könnte sein, dass du ihn in einer deiner anderen amtlichen Eroberungen gegeben und es einfach vergessen hast. Deine Noel Wren. Wir haben ja sie hatte ja den. Hallo, hi, Katla. Schönen guten. Ja, ist schon 1.12 Uhr. Oh. Ulla, ob sie Gülle mag? Dinger Gülle, ja. Eigentlich will ich ins Bett. Na dann? Wenn dein Kühlschrank noch voll ist, dann verstehe ich nicht, warum du einkaufen gehen willst. Keine Sorge, teuer Freund. Es ist eine große Ehre, als Odins Ross geopfert zu werden. Heute stirbst du, aber morgen läufst du frei über die grünen Felder von Asgard. Heute stirbst du? Du bist ja schon tot. Du bist schon halb verdaut hier. Okay. So. Wir wissen ganz genau, was wir machen müssen. Das ist meine liebste Aufgabe geworden. Blitzen. Was stimmt mit dir nicht? Wir haben diese Katapulte von Milidi Dudunu zur Stadt geschleppt und es bleibt noch viel zu tun. Doch unsere Krieger verschwenden Zeit mit den Kritzeln von Nachrichten und Tagebüchern. Wer ist dafür verantwortlich? Schick diesen Rabenmaul zurück nach Englerland. Schick die Krieger zurück an die Arbeit. Gulla, da ist wieder die Gülle. Blöde Kuh. Voll unsympathisch. Lass das!
Nick sollte Nachtschicht ein. Eigentlich nicht. Aber wir sind gerade so. Wir kommen gerade so gut voran. Weiß noch nicht. Vielleicht mache ich bis 2. Agieren. Die beiden hassen sich auch sehr. Merkt man gar nicht. Weit weg von zu Hause. Und wieder vor einer Stadt voller Fremder. Wann wurde unser Leben eine Sage, Sühnen? Ja. Ich weiß. Es war der Tag, an dem Mutter und Vater starben. Graf Odo lenkt nicht ein. Charles spielt seine Spielchen. Ich kann das Leben meiner Leute nicht solchen Männern anvertrauen. Der Königin könnte ich vertrauen, aber es mangelt ihr an Macht. Mein Platz ist hier, bei Siegfried und Tuka. Komme, was wolle. Warum geben wir der Königin nicht die Macht? Töten einfach den König. Der Sohn ist eh der Erbe. Und sie kann ihn zum anständigen Mann erziehen. Eivor, du bist wieder da. Wenn er es überlebt. Dann ist also alles bereit und es gibt kein Zurück mehr. Warum sorgst du dich? Du wirst mehr Schwerter sammeln. Ich weiß, wie man Krieger auf dem Schlachtfeld erschlägt. Aber das ist eine Stadt. Sie wird brennen. Das ändert nichts. Morgen kämpfen wir als Krieger, nicht als Mörder. Das schwöre ich bei meiner Ehre. Ach, Eivor, die Rednerin. Und wem gibst du so frei? Siegfried, der Blödmann. Wie meine Schlacht ablaufen wird? Ich sagte es. Die Götter hörten es. Das genügt. Und wenn ich sage, wir brennen diese Stadt nieder und verfüttern die Kinder an die Raben, was sagst du dann? Dann würde ich sagen, gib acht, wer zum Rabenfutter wird. Nicht, dass es dich noch selbst erwischt. Eivor meint diese Worte nicht so. Still, Toka. Doch, meine ich. Lass die Rednerin reden. Komm, Eivor, erklär mir doch mal, wie ich die Raben nähren soll. Meine Klinge wird... Gib mir keine Antwortmöglichkeiten, bitte. Zu meinen Feinden. Mit dir habe ich keinen Streit. Noch nicht. Haha, gut. Lass dieses Feuer über Nacht weiter lodern. Am Morgen wird es dann unsere Rache entfachen. Will aber nicht in seiner Scheißrache mitmachen. Zeit, mich in die Felle zu legen. Wie schaffst du das, Eivor? Vor einer Schlacht zu schlafen, meine ich. Mit Glitschen. Ganz einfach. Ich rufe mir den Mord meiner Mutter ins Gedächtnis. Und ich denke an alles, was der Allvater mir jemals sagte. Und am Ende... Ach, Lisa. ...ich an diese Welt voller Krieg. Und an die nächste Welt. Die Halle der endlosen Wunder. Und dann kann ich ruhen. Mir fällt nicht, wie das hier gerade... In welcher Richtung das gerade geht. Ja doch, das ist das DLC von Paris. Ich war gerade dezent verwirrt, wie Eivor aussieht. Schlafe, bevor die Belagerung beginnt. Wen soll ich was? Wem sollen wir belagern? Schön, man diese Worte mal drehen kann, ne? Sei der stärkste von Ragnars Söhnen. Stark ist er. Einmal traf ihn ein Pfeil in die Schulter. Er zog ihn heraus und schoss ihn gleich wieder zurück. Hat einen Sachsen durchs Helmvisier getroffen, auf 300 Schritt Entfernung. Eine wahre Geschichte. Stimmt, sehr wahr. Ach ja. Oh, geil. Erstmal also schärfen. Na los, Eivor, mach. Ja, schön erstmal raufrotzen. Geil. Ich weiß überhaupt gar nicht, was da abgeht, Liz. Ich auch nicht.
Oh, mein Liz. Ja? Hi. Ja, um irgendwie so einen Kram zu kaufen. Wieso die ganze Zeit? Ja, und? Soll ich dann wissen, was abgeht? Nee. Wir sind kurz vorm Krieg. Wir müssen jetzt schlafen, kurz vor der Schlacht. Und wenn wir jetzt wirklich das vorhaben, was die ganze Zeit sagen, mit die ganze Stadt in Feuer stecken, das beinhaltet auch die ganzen Kinder und Frauen, alle Unschuldigen. Das finde ich nicht so cool, muss ich sagen. Ich hoffe, wir lenken noch irgendwie um. Heute, Krieger, nehmen wir diese Stadt ein und brennen sie bis auf die Grundmauern nieder! Und heute Nacht, Freunde, wird es ein Festmahl in Odos Palast geben oder in Odins Halle mit jenen, die die Würdigsten küren. Nun ist die Zeit der Ehre, die Zeit unseres Ruhms. Der Tag der Rache! Jetzt auch Hallus, oh je. Wird gerade genauso geschaut wie der Hirsch. Ah, ist so hell, ja, das war. Vielleicht ist er auch der Hirsch. Harry Potter auch am Start, ja. Ja, auch nur für Schokobons los. Muss verzichten. Oh, der Krieg beginnt schon. Scheiße. Ich aber, wenn ich nichts Süßes habe, dann ist der Druck größer rauszugehen. Stimmt. Gar nicht schließlich bin ich deine Mutter. Der König des Ruhmes? Der Herr ist stark und mächtig im Kampfe. Er stärkt meine Hände für den Krieg, auf dass meine Arme dieses goldene Kreuz halten mögen. Ich werde seine Arme abpacken. Nach. Mutige Sif, bringe die Gabe des Sieges. Odin, leihe mir deinen Helm der Ehrfurcht. Geil, erstmal ein Pferdekopf. Nähre meinen Hunger nach Rache. Ja, toll. Und Äsir, durchbrecht diese Mauern. Ich bin das Tor von Paris! Ah ja. Okay. Das ist dieses Holzfeld, von dem alle reden? Ja, da ist es entstanden. So fleischig. Stirb für mich, feige Heiden! Na komm. Willst du mal ins Feuer? Bitteschön. Kämpfe doch aufrichtig! Kämpfe aufrichtig und hol mir ein Feuerschwert, ne? Das ist wieder ein Witz, ne? Klar. Sei einfach still.
Der Rächer mit dem Becher. Hallo Heiko. Die Kaisenhintern, das stimmt. Das Tor ist gefallen! Die Stadt ist unser! Zeig keine Gnade! Bei Sif und Tyr, der Tag gehört uns! Den Mutigen gehört die Welt. Und jetzt, Siegfried? Zu den Toren des Palasts! Wir werden ihn über Odos Schädel einstürzen lassen! Okay. Zum Palast! Mit Feuer und Rache! Schneller! Schneller! Überrumpelt! Mir nach, Krieger! Boah, ich geh mir auf den Sack! Oh nee, nicht mit Gulla. Da will ich lieber mir die Beine brechen und auf dem Schlachtfeld kriechen. Aber nicht mit Gulla, ey. Oh nö. Blitzt es gerade? Du bist tot! War gerade geblitzt? Schnitzel, Schnitzel. Schnitzel, Hack, Schnitzel. Krieger! Halt! Hier liegt doch irgendetwas im Arm. Die Toten. Das sind alles Nordleute. Hm? Wo sind diese fränkischen Hunde? Die Stille zehrt an mir. Schilde hoch und zusammenbleiben! Kümmert sich um die Brandblasen? Der König. Können wir machen, Chloe? Hier, irgendwas stimmt nicht. Oh ja. Voran! Keine Gnade! Angriff! Angriff! Es sind zu viele! Siegfried, wir müssen uns zurückziehen! Er hört mal? Wow. Ulla, geh! Oh ja, jetzt ist er tot. Oh. Lalalala. Sie mähen uns nieder. Rückzug! Rückzug! Huch. Ich glaube, die mochten Gulla auch nicht so. Verdammt seid ihr Götter! Ich bin in Odos Falle getappt wie ein Frischling! Nicht verzagen, Siegfried. Die Schlacht ist eine wankelmütige Göttin. Onkel, es ist noch schlimmer. Speer berichten, dass dieser Kriegerpriester, Gotelin. Ja, er sammelt eine große fränkische Streitmacht im Osten, in dieser Kirche. Verdammt, auf offenem Felde werden sie uns zermalmen. Was sollen wir tun? Unsere Katapulte könnten diese Kirche treffen, aber sie sehen das Ziel nicht. Wir sollten Leuchtfeuer auf den Türmen entfachen. Das gäbe den Katapulten einen Anhaltspunkt. Ja, mach das. Ich schaffe die Verwundeten raus und mache die Katapulte bereit, bevor ich nachkomme. Gut. Und ich werde diesen Kriegerpriester Gutzelin ausschalten. Der Plan war sowieso zum Scheitern. Das war auch zum Scheitern verurteilt. Los! Wir müssen die Türme in Brand stecken. Ja, das kann ich gut. Das kann ich sehr gut. Kannst du den Chat fragen? Ich zünd gerne Sachen an. Einfach die Schwerter wegploppen. Verfehlt, verdammt! Wo schießen die denn hin? Ja, ne, sei doch froh, dass sie nicht uns treffen gerade. Seht ihr das mit den Blitzen? Eivor, ich glaube, Thor ist auf unserer Seite. Ich schalte unten die Wachen aus. Okay. Mal wieder die Drecksarbeit, na sicher. Schnell mal runter hier, bevor die mich abschießen. Das war's für dich.
Oh, ich finde das gerade voll cool hier. Mal nicht so stumpf rummetzeln, sondern mal was anderes hier machen. Finde ich ja cool. War erfrischend. Das hat alt, so altes Assassin's Creed Flair. Ja. Aber das halt nur jetzt. Oh, ich brenne. Ich bring Feuer mit nach oben, warte. Das Tor ist offen. Los! Das Tor zu Valhalla ist offen. Mögen die Bäche fließen. Eliminiere Bischof Gauzelin. Gauzelin, der Bischof von Paris, versammelt die Verteidiger der Isle de la Cité für einen entscheidenden Gegenangriff. Ihn zu töten wird den Kampfeswillen der Verteidiger brechen. Suche nach einer Gelegenheit. Gauzelin. Oh, ich wollte gerade nach oben eigentlich da. Ich hätte gerne Döner scharf. Oh ja. Das wäre jetzt geil. Mein Hauptmann, wir haben einen Verbündeten der Nordmänner gefangen und verhören ihn am Glockenturm der nahegelegenen Kirche. Dieser Verräter brach auf unbekannte Weise in die verschlossene Kirche ein. Glücklicherweise haben wir den Dieb erwischt, bevor er sich weiter hineinschleichen konnte. Wachmeister Umbert. Ich muss auf die andere Seite. Ist es vorbei? Blute, du! Ich bring dich um! Riesu. Was ist hier schon wieder? Habe ich Hunger? Ich auch. Ja, es ist süß, aber ich mag Süßes. Was denkst du, warum ich Liz schaue, Yami? Ich hat. May war doch nicht. Das ist daran creepy, hey! Yami ist ein Creeper. Steht vorm Fenster und winkt. Und der hat einen Anbetungsaltar, also wenn das nicht creepy ist, weiß ich auch nicht. Oh nein, der komische Clown. Warum ist der denn hier? Du bist der Stumme nah aus der Schenke. Mein ewiger Dank ist dir sicher. Ich schätze, du suchst den Kriegerpriester Gozelin. Bitte, nimm den Kirchenschlüssel. Mir hat er nichts als Ärger gebracht. Danke. Du hast deine Sprache also wiedergefunden, ja. Was? Wenigstens siehst du das als Kompliment. Also ich sehe nichts an mir Süßes, aber... Okay. Nett. Darüber.